Bevor das Video losgeht, denk doch bitte daran, auf den Like-Button zu drücken und einen Kommentar dazulassen. Und wenn du neu dabei bist, abonnieren und Glocke rein, dann verpasst du auch keine neuen Videos. Viel Spaß! Als ich heute Morgen aufwachte, hatte ich einen stinkenden, heißen Atem in der Nase und einen Klumpen Speichel auf meiner Wange. Ich öffnete meine Augen und Major starrte mich mit einer solchen Intensität an, dass es nur eines bedeuten konnte. Er wollte spielen. Ich konnte schon sehen, wie sich sein Maul gleich öffnen würde, als wolle er gegen meine Ablehnung protestieren. Er wusste mit Sicherheit, dass sie kommen würde, es war schließlich erst 2 Uhr morgens. Aber das Hin und Her blieb uns erspart, als mein Telefon klingelte. Major sprang daraufhin von mir herunter und bellte es aufgeregt an. Ein Telefonanruf zu dieser Stunde war jedoch nichts, worüber man sich freuen sollte. Mein Gehirn war noch vom Schlaf benebelt, sodass ich mich nicht an den genauen Wortlaut erinnern kann, aber das Wesentliche war, dass sie meine und vor allem Majors Hilfe bei der Suche nach einem vermissten Wanderer benötigten. Major ist, trotz seiner Fehler und wirklich stinkenden Fürze, einer der besten Rettungshunde, die man je kennenlernen kann. Er hat ein feines Gespür für die Berge und eine erstaunliche Erfolgsbilanz bei der Suche nach verirrten Wanderern, selbst wenn ihre Fährte schon nahezu kalt geworden ist. Ich schätze, du hast gewonnen, Junge, murmelte ich, während ich aufstand und mich für die Arbeit anzog. Auf dem Weg zur Rangerstation trank ich eine Tasse Kaffee und machte dabei den Chief ausfindig. Er schaute gerade auf eine Karte und leitete die Suchmannschaften an. Ein stetiger Strom von orangefarbenen Jacken und Scheinwerfern lief auf ihn zu und wieder von ihm weg. Es waren auch mehrere Hundeeinheiten anwesend. Major war jedoch der einzige Hund, der nicht angeleint war, und dafür gab es auch einen guten Grund. Wie ich schon sagte, ist er großartig in dem, was er tut, aber er hat auch seine Schwächen. Er neigt dazu, sich aus seinem Halsband zu befreien und auf eigene Faust loszulaufen. Nachdem ich nun schon ein paar Jahre mit ihm gearbeitet hatte, habe ich festgestellt, dass er am erfolgreichsten ist, wenn ich ihn sein Ding machen lasse. Er trennt sich vom Rudel, findet irgendwie die vermisste Person, rennt dann zu mir zurück und führt mich in Lassie-Manier zu ihr. Der große Häuptling wandte sich mir jedenfalls zu. Ich erinnere mich an folgendes Gespräch. Dylan, Major, gut, dass Sie hier seid. Wir haben hier einen Wanderschuh zum Beschnuppern. Das war zwar nicht der richtige Zeitpunkt für schlechte Witze, aber ich konnte mir einfach nicht verkneifen. Ich oder der Hund? Ich dachte, dass er ziemlich witzig war, aber der Chief warf mir daraufhin den Blick zu. Er reichte mir den Stiefel. Ich hockte mich auf Majors Höhe hinunter und hielt ihm den Stiefel hin, damit er ihn beschnuppern konnte. Er war von einem Ersatzpaar, das man in ihrem Auto gefunden hatte. Der Geruch war jedoch stark genug, dass Major sie aufspüren konnte. Wir suchen Rhonda James. Sie und ihre Freundin wollten gestern Abend den Pinewood Trail hinaufgehen, um den Sonnenuntergang sich anzuschauen, wurden dabei jedoch getrennt. Die anderen Mädchen haben vor etwa einer Stunde den Weg zurück zur Station gefunden, aber von Rhonda fehlt jede Spur. Mir drehte sich der Magen um. Wir hätten den Pinewood Trail schon vor Jahren schließen sollen. Er ist zwar gut ausgeschildert und der Wald ist in diesem Gebiet nicht allzu dicht, aber irgendwie gehen dort alle paar Monate Menschen verloren. Die meisten werden wohlbehalten gefunden, noch bevor die Suche in vollem Gange ist, aber gelegentlich stoßen Major und ich auf übel zugerichtete Leichen. Die gängige Theorie ist, dass es sich um einen Puma handelt, aber niemand hat je seinen Bau gefunden, geschweige denn Spuren von ihm. Wie auch immer, ich hoffte, dass wir Rhonda finden würden, bevor es, was auch immer es war, es wieder tat. Major wollte unbedingt los, sogar so eifrig, dass er nicht einmal auf mein Signal wartete. Ich schaute nur eine Sekunde weg und schon rannte er schwanzwedelnd in die Büsche. Wenn dieser verdammte Hund nicht so gut in seinem Job wäre, ich schwöre, niemand würde ihn ertragen. Ich seufzte, denn ich wusste, dass ich nicht einholen konnte. Zum Glück hatte er eine fast übernatürliche Gabe, Menschen zu finden und dann zu mir zurückzukommen, so dass ich davon ausging, dass er früher oder später sowieso wieder auftauchen würde. Ich machte mich also daraufhin mit ein paar Rangern auf dem Weg zum Pinewood Trail. Im Dunkeln mag ich ihn eigentlich nicht besonders. Er hat etwas Unheimliches an sich, das ich einfach nicht genau zuordnen kann.
Man sollte meinen, die spärlichen Bäume würden einen irgendwie beruhigen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Mir fällt es so leichter, mir vorzustellen, dass jemand oder etwas hinter den Bäumen hervorlugt, wenn sie nicht so dicht stehen. Ich fühle mich beobachtet und höre manchmal Dinge, die ich normalerweise nicht hören sollte. Auch sehe ich manchmal Gestalten, aber bei näherer Betrachtung handelt es sich meist nur um weitere Vegetation, die mir einen Streich spielt. Die dichteren Teile des Berges fühlen sich sicherer an, so als ob man sich hinter einem hohen Zaun verstecken würde. Wenn ich so darüber nachdenke, liegt es vielleicht daran, dass ich mich dort unten nirgendwo verstecken könnte. Rhonda James! Rief Lana. Sie war jedoch nicht die Einzige, die nach der vermissten Wanderin rief. Auch andere Retter riefen nach ihr und ihre Stimmen prallten an den dünnen Baumreihen ab wie Flipperkugeln. Wir liefen etwa eine Stunde lang umher und riefen immer wieder Rhondas Namen, bis uns etwas antwortete. Etwas, das mich bis auf die Knochen erschreckte. Es war ein Kreischen, weiblich, aber unnatürlich. Sie schrie mit einer Intensität, die mit ihrer gespenstischen Schärfe den Berghang durchdrang. »Das könnte ein Puma sein«, flüsterte Lana. Wir sahen sie an und ich konnte sehen, wie der andere Ranger, Parker, nach seinem Gewehr griff. Ich konnte die Angst spüren, die in der Luft lag und von uns allen dreien ausging. »Glaubt ihr, es ist...« begann ich, aber Parker unterbrach mich. »Wir müssen los. Es könnte noch nicht zu spät sein.« Wir gingen davon aus, dass, wo auch immer der Puma war, sein Opfer in der Nähe sein müsste. Wenn Rhonda Glück hatte, war sie nur herumgeschliffen worden. Und selbst wenn nicht, hätten wir sie vielleicht noch retten können. Denn wenn sie verwundet war, war sie vielleicht noch nicht verblutet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall rannten wir in die Richtung, aus der das Kreischen kam und funkten andere Teams an, um zu versuchen, die Quelle genauer zu lokalisieren, bis das Kreischen plötzlich und abrupt aufhörte. War es schon zu spät. Das würde nur die Zeit zeigen können. Nach etwa einer halben Stunde lichteten sich die Bäume, was zu meiner Erleichterung bedeutete, dass wir das Pinewood-Areal verließen. Hin und wieder konnte ich in der Ferne Lichtpunkte von anderen Teams sehen, die den Berg weiter oben durchkämmten. Ich frage mich, ob sie uns auch gesehen hatten. Irgendwie habe ich die Zeit aus den Augen verloren, aber ich glaube, es verging noch etwa eine Stunde in Stille. Wir dachten schon, dass wir vom Kurs abgekommen wären, als ich Schritte hinter mir hörte und erstarrte. Parker und Lana blieben ebenfalls stehen. Parker griff wieder nach seiner Waffe, während Lana nach ihrer Leuchtpistole zu greifen schien. Mein Herz schlug wie wild. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, wer bei einem Kampf zwischen drei Menschen und einem Puma gewinnen würde. Ich habe jedoch den leisen Verdacht, dass es der Puma wäre. Ich drehte mich langsam um und hielt den Atem an, als würde ein einziger Atemzug über Leben und Tod entscheiden. Ich sah zwei glühende Augen, die mich anstarrten. Leuchtende. Eben Tieraugen, die das Licht in der Dunkelheit reflektierten, und wurde fast ohnmächtig. Da war etwas Riesiges, das im Gebüsch herumschlich und uns anstarrte. »Schieß doch«, zischte Lana. »Ich kann es nicht sehen«, stammelte Parker. Ich versuchte auf es zu zeigen, aber bevor ich den Arm heben konnte, sprang es aus dem Gebüsch und ich sah das schnelle Schlagen eines begeisterten Schwanzes. »Major, du hast uns zu Tode erschreckt!« Major bellte und rannte zu uns herüber. Er wurde mit erleichtertem Lachen und Kopftätscheln empfangen. Aber dann signalisierte der ungehorsame Racker, dass er etwas gefunden hatte. Meine Brust zog sich zusammen und ich hoffte bei allen erdenklichen Göttern, dass Rhonda noch am Leben war. Aber sie war es nicht. Wir fanden sie kurz darauf in einer grauenvollen Szene von tierischem Blutvergießen. Sie hatte nicht die geringste Chance. Ich glaube jedoch, dass sie sich gewehrt hatte, denn einige ihrer Nägel waren abgebrochen und ein großer Eckzahn steckte in ihrer Wange. Was aber weitaus schlimmer war, sie war noch ein wenig warm. Wenn einer von uns sie etwas früher gefunden hätte, hätte sie wahrscheinlich überlebt. Im Stillen fragte ich mich, ob Major in ihren letzten Momenten bei ihr gewesen war. Sie wurde auf einer Barre aus dem Wald getragen und zum Gerichtsmediziner gebracht. Major und ich kehrten nach Hause zurück. Er schien glücklich, wie immer. Er kann den Tod wohl nicht ganz begreifen, dachte ich. Ich hingegen war untröstlich. Nachdem ich einen Whisky getrunken hatte, legte ich mich wieder ins Bett, mit Major an meiner Seite. Und dann klingelte mein Telefon. Während ich Major die Schnauze streichelte, hörte ich, wie der Chief mir erklärte, dass der Zahn, den man bei Rhonda James gefunden hatte, nicht von einem Puma stammen würde. Sie vermuteten einen Wolf oder eine Art großen, wilden Hund.
und mit einem Mal spürte ich, wie mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Als ich Major streichelte, hob ich sein Zahnfleisch ein wenig an. Gerade genug, um eine leere Stelle zu sehen, wo einer seiner Eckzähne hätte sein sollen. Und dann dachte ich plötzlich an den intensiven Blick, den er mir an diesem Morgen um 2 zugeworfen hatte. An den Speichel auf meinem Gesicht. An die Art, wie er die Leichen immer zuerst findet. Immer zu Tode gebissen. Und wie wir immer nur ein bisschen zu spät kamen. Oh mein Gott.